Love, Blood, and Loyalty. The Darker Stories von Sarah Baines. Kapitel 1. Erin. Heute sollte der glücklichste Tag meines Lebens sein, denn heute war nicht nur mein 18. Geburtstag, sondern auch meine eigene Hochzeit. Warum weinte ich dann? Oder würde es, wenn ich alle Aufmerksamkeit auf mir lege? Auf mir, der Braut, die dankbar darum war, sitzen zu dürfen, während der Priester das Evangelium las. Weil meine Knie so verflucht weich waren, dass zu befürchten stand, dass ich zu Boden ging, müsste ich diese Zeremonie im Stehen durchhalten. Es war nämlich nicht so, dass ich das hier wollte. Ganz im Gegenteil. Aber eine Wahl hatte man mir nicht gelassen. Also saß ich hier und versuchte, Haltung zu bewahren, während der Priester vor uns dieses russisch-orthodoxe Ding abzog. Weil der Mann, den ich gezwungen wurde zu heiraten, russisch-orthodox war und seine Familie Traditionen hochhielt. Traditionen, die sich auf seinen Fingern und Handrücken widerspiegelten, als der Priester meine Hand nahm und die meines Bräutigams darüber legte. 5 Punkte, die fast unter der Manschette seines Hemdes verschwanden, die besagten, dass er im Gefängnis gewesen war. Eine Katze mit Hut auf dem Handrücken, etwas verschwommen und schon alt. Ein Pik, eine Kirche, eine Krone, ein Kreuz, sogenannte Fingerringe. Sie erzählten von seinem Status und seiner Herkunft. Ein Tattoo auf dem Handrücken war neu. 4 Buchstaben knapp oberhalb der Fingerknöchel, sogar noch etwas gerötet, so frisch war diese Tätowierung. Mein Name, nicht aus Liebe zu mir, sondern um anzuzeigen, dass ich ihm gehörte. Besitz, nichts weiter. Ich, Erin Gray Kelly, gehörte Vadim Danilowitsch Medvedev. Ich war fast schon erleichtert, als der Priester seine eigene Hand darüber legte und diesen Punkt auf einer langen Liste an ungewollten Dingen vor meinen Augen verbarg. Ich würde das hier irgendwie durchstehen, wie ich die zurückliegenden Jahre auch durchgestanden hatte. Ich würde das hinbekommen. Irgendwie. Ich musste.